Hallo, ich bin Hendrik Wagner und ich nehme euch jetzt mit auf meine Trikotreise. Ja, das ist das Trikot von meinem Heimatverein, der TSG Wiesloch. Für mich eine ganz große Herzensangelegenheit. Ich gehe immer noch total gerne in die Stadionhalle in Wiesloch und gucke meinen Freunden bei deren Spielen zu. Und ja, früher mussten wir die Trikots noch selbst waschen. Bis 2018 habe ich in Wiesloch gespielt und ich glaube, deswegen sieht dieses Trikot auch so schlimm aus. Ja, von meinem Heimatverein der TSG Wiesloch ging es dann zu SG Leutershausen. Dort habe ich 2 Jahre verbracht und im zweiten Jahr hatte ich dann Doppelspielrecht bei den Eulen Ludwigshafen unter Ben Matschke. Aber in Leutershausen war es auch eine unglaublich schöne Zeit. Ich habe dort den Vater von meinem jetzigen Patenkind kennengelernt und habe dort auch sehr, sehr viele Freunde gefunden, die ich jetzt auch an freien Wochenenden sehr, sehr gerne besuche. Ja, für mich ging es dann von der SG Leutershausen zu den Eulen Ludwigshafen. Ich habe dort 2 Jahre festgespielt, dann nach dem Doppelspielrecht. Und die Mannschaft ist unglaublich geil, ein bisschen verrückt, aber sehr im positiven Sinne. Und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Nach den Trainings gab es das ein oder andere Kaltgetränk in der Kabine. Und ich glaube, das ist der perfekte Ort für junge Spieler, sich weiterzuentwickeln. Und ich durfte auch in Ludwigshafen mein erstes Erstligaspiel machen, in Kiel. Und für mich ein Traum, der in Erfüllung ging. Und deswegen blicke ich sehr positiv darauf zurück. Während meiner Zeit in Ludwigshafen wurde ich dann das erste Mal für die deutsche Nationalmannschaft nominiert. Ich habe das damals über Instagram erfahren, über den Post vom DRB. Ich habe leider meine Mails nicht gecheckt gehabt. Aber ich habe mich natürlich riesig gefreut. Für mich ging da ein Kindheitstraum in Erfüllung. Ich glaube, jedes kleine Kind, das Handball spielt, träumt davon, in einer großen Arena mal für Deutschland spielen zu dürfen. Das ging für mich da in Erfüllung. Es war ein Riesentag für mich. Wir haben dort in Luxemburg gespielt gegen Portugal. Meine komplette Familie, meine Freundin, der Vater von meinem Patenkind war da. Und es war für mich ein ganz, ganz großer Tag. Und im Januar dann durfte ich auch zur EM fahren. Leider ein bisschen gebeutelt von Corona, aber trotzdem durfte ich einen Kurzeinsatz machen, was mich auch riesig gefreut hat. Ja, seit diesem Sommer spiele ich bei der HSG Wetzlar. Hier treffe ich auf meinen alten Trainer von den Eulen, Ben Matschke. Und ich glaube, das war auch ausschlaggebend dafür, dass ich hierher kommen wollte, weil ich mich hier nochmal weiterentwickeln will unter ihm. Und ich habe mich für die HSG entschieden, weil es einfach auch noch ein familiärer Verein ist, eine tolle Geschäftsstelle, tolle Fans, eine richtig geile Arena. Und ich freue mich einfach total auf die nächsten Heimspiele und auf eine erfolgreiche Zeit.